erzählte ihr einmal von einer Geschichte, die ihr von einem Kollegen berichtet worden war. Der war mit seinem kleinen Sohn am ersten Wiesensonntag in die Münchner Innenstadt spaziert, um sich den Trachtenumzug anzuschauen. Ein prächtiges Spektakel, das an diesem Tag besonders schön zu werden versprach. Denn es war herrliches Wetter. Und so marschierten die bayerischen Trachtenvereine nacheinander, so farben wie lebensfroh durch die Straßen. Großartig. Doch irgendwann meldete sich der kleine Sohn, dessen Gesicht einen immer mehr enttäuschten Ausdruck angenommen hatte, mit der Frage: Papa, wo bleiben denn die Drachen? Ja, ein Drachenumzug, das wäre natürlich eine noch viel größere Attraktion für so ein Vorhaus. Es gibt ihn nicht, oder besser, natürlich gibt es ihn, aber nicht in München, sondern in Spanien.